طيب الآن نتكلم عن الصلاة إن شاء الله تعالى. ماذا يصنع المسلم؟ نعم. الأول يتطهر في بيته، يعني ما يؤخر الوضوء إلى المسجد. الأصل أنه يتطهر في بيته. نعم. Als allererstes nimmt seine Waschung, reinigt sich zu Hause. Lässt das nicht spät, bis in der Moschee ist. ويلبس أحسن الثياب. Und zieht an sein bestes Gewand. ويمشي أو يركب إلى المسجد. Und läuft oder steigt auf ein Transport. لكن لا يأتي إلى المسجد وهو يجري أو يهرول. Und kommt nicht zur Moschee rennend oder laufend. أو يرفع الصوت. Oder seine Stimme erheben darf auch nicht. أو يكثر من الالتفات. Oder hin und her schauen, das ist auch verboten. أو يرفع الصوت بالحديث بالجوال. Oder mit dem Telefon laut sprechen. أو يأتي مشمر مثلا. Oder الثوب أو كذا. Oder und er kommt und er hat sein Gewand und seine Ärmel hochgekrempelt. يعني يأتي في أحسن صورة في سكينة ووقار. Also kommt in seinem besten Zustand, in besten Ruhe. فإذا وصل إلى المسجد. Wenn er dann in der Moschee angekommen ist. يقدم الرجل اليمنى. Geht mit dem rechten Fuß rein. في الدخول واليسرى في الخروج. Wenn reingeht und wenn rausgeht, geht erstmal mit dem linken Fuß raus. يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sagt die Gedenksprüche, wenn man reingeht und rausgeht aus der Moschee. المكان الذي يضع فيه أكرمكم الله نعليه يضع مع النعلين الدنيا. Und an dem Ort, wo seine Schuhe tut, tut auch alles, was mit dieser Welt zu tun hat, dort. يعني ما يمكن أن يكون في المسجد بيع وشراء. Also kann es nicht sein, dass in der Moschee drinnen Kauf und Verkauf ist. يتكلم عن اليورو. Oder spricht über den Euro. ارتفاع الأسعار. Oder dass der Wert gestiegen ist. أسعار السيارات. Der Wert der Autos. أنواع الجوالات. Die Arten von Handys. يتكلم عن السياسة. Oder über die Politik. لأن من السياسة ترك السياسة. Und es gehört zur Politik, dass man die Politik untersetzt. السياسي المحنك هو اللي لا يتكلم بالسياسة. مفهوم؟ المساجد، هل بنيت المساجد من أجل نتكلم عن صومال ولا عن كذا ولا عن كذا؟ لا. لا. وأن المساجد لمن؟ فلا تدعو مع الله أحد. أخبار. Man darf auch hier nicht Nachrichten verteilen oder über die politischen Lagen von manchen Ländern sprechen. حكام. Oder über die Richter oder die Präsidenten sprechen. محكومين أناس. Oder über die Personen und Bürger eines Landes. أوراق اللجوء وغيرها. Oder die Flüchtlingspapiere und andere. نغمات الجوال. Oder die, über das Telefon. تبحث عن الرسائل وكذا وتبحث عنها في أو واتساب أو كذا. Oder unter den Nachrichten nachschauen. أو إنشاد الضالة تقول من وجد لي كذا. ففقد منه شيء. أموال يأتي يقول والله من وجد لي بطاقتي أو مالي. Jemand kommt hier und gibt eine Vermissenaufgabe oder Aussage. Also ich habe das verloren, bitte für mich. من جاء إلى المسجد يريد إنشاد الضالة أو سؤال عن شيء ضاع منه، الأصل نقول له ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نقول له؟ لا ردها الله عليه. لأن المساجد لم تبنى لهذا. والله ما تتجرأ أن تتكلم بهذا الكلام في بيت رئيس من الرؤساء، صحيح؟ فكيف الناس اليوم يتكلمون في السياسة ويتكلمون في كذا وحكام العرب و كلام ما يمكن يكون في المساجد. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Sache verloren, dann ist das Prinzip, dass wir ihm so antworten, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم geantwortet hat, und sagen, ich hoffe, du findest es nicht wieder. Möge Allah es dir nicht wiedergeben. Weil das ist kein Ort, warum man darüber redet. Keiner von uns würde so reden, wenn er zum Beispiel im Haus eines Bürgermeisters ist. Ghiba und Namima. Oder dir Verunglimpfung oder Lästerei. في الغالب كل مسجد من المساجد لا يخلو من الكلام على من. نعم. Meistens alle Moscheen sind nicht leer von der Rede über. على الإمام والمؤذن وجمعية المسجد.
über die, also schlechte Rede über den Imam, Vorbeter, über die Moschee und über den Vorstand. لماذا؟ Warum? لأن الشيطان يريد أن يفسد علينا الاجتماع. Weil der Satan unter uns Unheil stiften will und nicht uns zusammenlassen. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمن إن سخط من خلقا رضي من آخر. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, kein Gläubiger soll von einer Gläubigen Hass schüren, wenn er einen Charakter stiebt, lebt er den anderen. والذي لا يعجب الإمام أو الجمعية أو المؤذن يتقدم. وننظر هل يكون يعني أحسن الحمد لله إذا أحسن هو الأولى بالإمامة والأولى بالجماعة جمعية المسجد وكذا. Und derjenige, der schlecht redet über den Vorstand oder über den Vorbeter, der soll selber gehen und besserer Vorbeter oder besserer Vorstand werden. ثم هل هذا من النصح؟ هل هذا من أداء الأمانة؟ أنك تتكلم وتختار؟ جئت إلى المسجد من أجل غيبة ونميمة وكلام عن هذا؟ Und gehört das zu Ratschlagen oder gehört das zu dem Anvertrauten gut gehen? Es ist gut, dass du in die Moschee kommst und lästerst. Wenn er in die Moschee reinkommt, was macht er? Das Prinzip ist, dass er vorläuft bis zum ersten, bis zu der ersten Reihe. إذا كانت هذه الصلاة لها سنة قبلية كصلاة الفجر يبدأ بالصلاة السنة القبلية. Wenn dieses Gebet, was er gleich betet in der Moschee, eine Sunna hat, die davor gebetet wird, dann betet er die. وإن لم يكن لها سنة قبلية ماذا يصنع؟ يتنفل يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس. Und wenn dieses Gebet keine freiwillige Gebete vor sich hat, dann betet er zwei Gebetseinheiten, weil er in die Moschee eingetreten ist. بعض الناس هدانا الله إياه عندما يدخل المسجد ماذا يصنع؟ Manche Menschen, möge Allah uns recht erteilen. يتأخر بس من المشير عليه بس معه يتأخر في آخر المسجد. Er kommt und setzt sich ganz hinten in der Moschee. يخرج الجوال ويلعب فيه. Holt sein Handy raus und spielt. أو يرفع الصوت بالحديث. Oder redet laut. أو ينظر في الإمام والمؤذن وينظر في الساعة ويتنحنى. متى الإقامة؟ Oder er schaut den Imam oder den Muazzin und schaut gleichzeitig auf die Uhr und macht und wartet, bis das Gebet kommt und beeilt sich. Und diese gleiche Person, die du vor dir stehst, drei, vier Stunden, mehrere Stunden mit ihm redest, ist kein Problem. Macht er nicht. Aber in der Moschee sind drei, vier Minuten zu viel. إذا دخلت إلى المسجد وكانت الصلاة لم تقم بعد قلنا تقدم وصلي لا تتأخر وتبقى نعم. Und wenn du in die Moschee kommst und das Gebet wurde noch nicht gebetet, dann setz dich hin, dann komm vor und bete freiwillige Gebete. فإذا دخلت في الصلاة وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى تقطعها بلا سلام نعم. Und wenn du gerade freiwilliges Gebet betest und dann das Pflichtgebet auferstanden wird und der Vorbeter vorbeten will, dann wirst du direkt auf, ohne Salam zu geben. Und dann, wenn du aber in der zweiten Gebetseinheit bist und das Pflichtgebet wird auferstanden, dann machst du dein Gebet schnell zu Ende, ohne eine Säule auszulassen. Wenn du in die Moschee reinkommst und du siehst, der Imam hat schon vor, hat schon angefangen zu beten. تدخل مع الإمام في أي هيئة كان عليها راكع أو ساجد أو قائم حتى ولو كان في التشهد الأخير تدخل معه نعم. Wenn du reinkommst und du siehst, der Imam ist schon im Gebet, dann nimmst du teil an diesem Gebet, egal in welcher Position er ist. Das heißt, es kann sein, dass er verbeugend ist, niederlassend ist oder sogar im letzten Moment seinen Salam gibt. تدرك الإمام تدرك الركعة بإدراك الإمام قائما أو راكعا نعم. Und du erwischst das Gebet, indem du im Gebet noch, also später teilnimmst, auch wenn der Imam niederbeugt oder es niederwerfen ist. فإذا انتهينا من الصلاة ماذا نصنع؟ نعم. Wenn wir dann zu spät gekommen sind, aber das Gebet dann zu Ende ist, wir haben ein paar Sachen verpasst, was machen wir? تخرج الجوال وتنظر ماذا جاءك من رسائل وكذا صحيح؟ نعم. Und wenn du das Gebet beendet hast, was machst du dann? Nimmst du dann dein Handy raus und schaust, was du als Nachricht bekommen hast?
هذا الواقع اليوم. Das kommt jetzt bei uns. ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فرغ الإنسان من صلاة الفريضة إيش يصنع؟ يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا إذا انتهيت انظر في الجوال أشكال. نعم. Wenn der Mensch das Gebet beendet hat, macht er seine Gedenksprüche, wie in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen ist. Und wenn er damit fertig ist, kann er schauen in sein Handy. Al-Asl, anna as-Salah laha shurut wa arkan wa wajibat. Und das Prinzip ist, dass das Gebet Säulen und Pflichten hat. Nurid an nadhkur al-an shurut as-Salah. Shurut as-Salah. Wir wollen jetzt erwähnen, die Säulen des Gebets. Man ya'rif shurut as-Salah. Wer kennt die Bedingungen für das Gebet? Ja, Ikhwan, shurut as-Salah, kif tusalli? Asbir. Na'am. Wudu. Al-Islam. Na'am, ash-shart al-awwal al-Islam. Fa law salla man yasubbu ar-Rabb. Man yadhbah li ashab al-qubur. Man يطوف بالقبور فصلاته باطلة. نعم. Die erste Bedingung ist der Islam, dass man Muslim ist. Wenn also jemand betet, der um die Gräber Tawaf macht oder schlachtet für die Toten, sehen seine Gebete ungültig. الشرط الثاني العقل. Die zweite Bedingung ist, dass diese Person bei Verstand ist. فلو صلى المجنون. Also wenn jemand Verrücktes betet. فصلاته. Dann ist sein Gebet. باطلة. لو صلى السكران اسمع انتبه هل السكران مجنون؟ لا فما حكم صلاة السكران؟ لم يعقل منها شيء صلاة المجنون باطل أما السكران أيهما أفضل في الله؟ المجنون أو السكران المجنون أفضل لأن المجنون جن بغير اختياري أما السكران جن باختياري صحيح عرضت الخمر والله وأنا على بعض البهائم على الخيول أبت أن تشرب منها نعم Was ist, wenn jemand betet ohne Verstand? Wird sein Gebet angenommen? Nein, das ist ungültig. Was ist, wenn jemand betet, der sehr stark alkoholisiert, der sehr stark besoffen ist? Wird sein Gebet angenommen? في عاقل يشرب خمر في لا ما يوجد هذا سفيه أصلا نعم dieser besoffene sein Gebet wird nicht angenommen weil der Verrückte ist verrückt durch Allahs Bestimmung er ist so erschaffen worden aber derjenige der Verstand hat und trotzdem betet also trotzdem das trinkt den Alkohol ist noch viel tiefer und viel schlimmer als dieser Verrückte und deswegen es gibt eigentlich keinen Mensch mit Verstand der freiwillig Alkohol trinkt طيب في عاقل يشرب دخان ويشتري دخان؟ Gibt es einen Mensch mit Verstand, der absichtlich raucht oder absichtlich jetzt Zigaretten kauft? هذا سفيه. Das ist auch eine Dummheit. الأصل نأخذ من أمواله الآن لو جاءنا الشيخ صالح وأخذ 100 يورو وحرقها الآن نقول لا مجنون أنت ما يمكن تصنع هذا أعطينا المال هذا صح؟ نعم. Wenn jetzt heutzutage ein Raucher kommt, normalerweise müssten wir ihm sein Geld wegnehmen. Weil, wenn du eine Person siehst, die 100 Euro verbrennt, dann nehmen wir die 100 Euro weg, wenn er zu viel davon hat. ثم الذي يريد يشرب دخان يعني لماذا يضيع المال الان شراء الدخان يعني هذا جنون نعم und diese Person die jetzt rauchen will warum ist die auch verrückt dass sie jetzt ihr Geld damit vertreiben will نقول له احسن لك خذ انبوب او هذا المصاص الذي يسحب به الماء نعم Es ist besser für ihn, sich einen Löffel zu kaufen oder einen Stiel, wo er lutscht. ويأتي عند عادم السيارة هذا العادم السيارة. كمان السيارة. يأتي ويسحب منه. أحسن هذا أحسن مجان هنا. Es ist viel billiger, dass sich einen Stiel nimmt und dann zum Auspuff eines Autos geht und dort drauf. Es ist fast. ما الفرق بين السيارة وعادم ال في فرق؟ هذا يخرج دخان وهذا يخرج دخ هذا بالمجان يعني ما في اشكال. Beides produziert Rauch, aber beim Auto ist es umsonst. فالذي يشرب دخان الان تقول له احسن لك اسحب من السيارة مجان. خذ فقط هذا الانبوب واسحب. نعم. طيب. اذا الشرط الاول الاسلام، الشرط الثاني العقل.
Also ist die erste Bedingung der Islam und die zweite Bedingung der Verstand. الشرط الثالث التمييز أي التفريق بين الأشياء. فهل تصح صلاة الصغير الولد الصغير؟ نعم، إذا كان يميز يفرق بين الأشياء فصلاته صحيحة. لا يميز بين الأشياء فصلاته باطل. تقول له اجلس يجلس، هذا مميز. نعم. Das heißt, dass die Bedingung ist, dass diese Person die Bedingungen zwischen den Dingen unterscheiden kann. Wenn er das kann, wenn er schon dieses Alter erreicht hat, dann ist sein Gebet gültig. Aber wenn er noch so klein ist, dass er nicht unterscheiden kann, dann ist sein Gebet ungültig. Die vierte Bedingung ist die Absicht. Und das ist, was er sagt. Allahumma inna nawaitu an usalliya. Naam. Oh Allah, ich habe die Absicht gemacht zu beten. Fi hadha al-yawm. In, an diesem Tag, الخميس, am Donnerstag, الموافق للرابع عشر, نعم, den 14. من شهر مايو, الساعة التاسعة وعشرين دقيقة بالتوقيت ألمانيا. 29 نحو دوتشا زايت. مصليا في مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عند الشيخ عثمان بن عفان. هل يمكن أن يقول هذا؟ هذا عبث والله. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. Und es ist unmöglich, dass er das sagt, weil die Absicht ihr Ort ist im Herzen. Also es ist unmöglich, dass er sagt. Und wir haben einen klaren Beweis dafür im Gebet. Weil es gibt keine Aussprache der Absicht im Gebet selber. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر لم يقل له قل اللهم نويت أن أصلي في هذا اليوم كذا وكذا نعم. فهذا الخفيف صلى الله عليه وسلم hat zu der Person, die mir im Gebet gemacht hat, gesagt, wenn du zum Gebet stehst, dann wasche dich richtig und steh auf und mach einfach den Takbir, sag einfach Allahu Akbar und bete. ثم رفع الحدث الأكبر والأصغر فلا يصح أن يصلي من عليه حدث أصغر دون أن يتوضأ أو عليه حدث أكبر دون أن يغتسل نعم. Und es ist eine Bedingung für das Gebet, dass die große und die kleine Unreinheit von dir weg ist. So ist es nicht erlaubt, mit einer kleinen Unreinheit oder großen zu beten. Und die Unreinheit muss von drei Sachen weggemacht werden. Vom Körper selber. Von dem Ort, wo du jetzt beten willst. Und von deiner Kleidung. واستقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة نعم. Und dass man sich zur Richtung der Kaaba wendet, also zur Richtung nach Mekka. وستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. Und dass man den Körper bedeckt von unter der Knie bis zum Bauch. وسيأتي معنا أن الإشكال كل الإشكال في من يصلي في البنطال. من يصلي في البنطال. Hose. Und wir werden sehen, dass das größte Problem da ist bei der Person, die in der Hose beten will. Wann, wenn diese Person mit Hose betet und dann bei der Niederwerfung oder bei der Verbeugung auf einmal sein Rücken aufwirft oder فأما أن يأخذ معه ثوب دائما في الحقيبة ويصلي إذا دخل المسجد أو يأخذ ثوب من المسجد. Entweder trägt er ein langes Gewand mit sich immer in der Tasche oder er zieht es an in der Moschee. أو يحتاط قبل الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند السجود. نعم حتى لا تنكشف السواء. احتاط قبل الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند السجود حتى لا تنكشف. Oder passt gut auf während im Gebet, dass nicht sein Rücken aufgeht während dem Gebet. ودخول الوقت. Eine weitere Bedingung ist, dass die Zeit eingebrochen ist. لا يصح أن يصلي قبل الوقت.
Es ist nicht gültig, dass er vor der Zeit des Gebets betet. أو يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. Oder mit Absicht das Gebet außerhalb seiner Zeit betet. نعم. هذه والله أعلم هي شروط الصلاة. من يعيد علي؟ Das sind die Bedingungen des Gebets. Wer wiederholt sie? نعم. بسم الله. الإسلام. نعم. Der Islam ist die erste Bedingung. العقل. والعقل. Der Verstand die zweite. التمييز التفريق بين الأشياء. Dass diese Person unterscheiden kann zwischen Dingen. النية محلها القلب. Die Absicht, wo im Herzen ist. دخول الوقت. دخول الوقت. Das Eintreten der Zeit. رفع الحدث الأكبر أصغر. Das Beseitigen von Unreinheiten. إزالة النجاسة. Und die Beseitigung von Körper und ثلاثة أشياء. Das Beseitigen der Unreinheit von Körper, Kleidung und Gebetsraum. Und dass man den Körper bedeckt. Und dass man Richtung Mekka geht. طيب. الأصل أن يأتي بالشروط قبل الدخول في الصلاة. أتى بشروط الصلاة الآن. إيش يصنع الآن؟ يصلي. طيب. نعم. Das Prinzip ist, dass er die Bedingungen erstmal alle erfüllt, bevor er das Gebet beginnt. Wenn er alle Bedingungen erfüllt hat, was macht er? Er betet. الآن أتى بشروط الصلاة التي ذكرناها. يقف الأصل أنه يقف متجها بكل أعضاء للقبلة ويكون نظر المصلي دائما إلى موضع السجود. نعم. Und das Prinzip ist, dass er mit seinem ganzen Körper Richtung der Qibla, also Richtung Mekka ist. Und dass er seinen Blick immer darauf richtet, wo er nachher sich niederwirft. طيب. الآن عندما يقوم